Steve! Muss doch mal wieder haben. Nope. Ja, der kommt. Na gut, ich will. Oh, aber ganz wild. Mit dir deine Kilometer? 187. Oh! Scheiße! Oh, LOL! Ganz easy, mach mal das. Hier blinken! Nein! Du hast 90% Schaden jetzt. Ja. Das wenn das Lenkrad den Schreibtisch umdreht, herrlich. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Mittlerweile hängt Martin an der Zimmerdecke. Komm, ein bisschen Spaß muss man schon haben, ne? Ja, aber wenn der Schreibtisch umgedreht ist, dann nicht, ne? Ja. Ich bestätige die Aussage mit dem Patch. Herr Ferser? Das wäre richtig bitter. Was? Ich hätte da mal eine Frage. Ich würde dir empfehlen, die richtige Frage zu stellen. Warum fährst du einfach weiter, wenn Stopp ist bei allen? Ey! Mach doch nicht schon wieder so ein! Wird wild. Wird wild. Und man muss auch dazu sagen, es ist von der Seite. Dino! Was macht ihr denn da? Hallo? Boah, ey, was macht ihr denn, ihr Idioten? Warum schiebt denn ihr von hinten alles zusammen? Nach links, obwohl links neben dir einer ist. Wer? Ich war neben dir, du Vogel. Mich hat jemand in der Ampel geschoben, deswegen ging es weiter. Hä? Du bist doch gar nicht in dich reingefahren. Es ist von der Seite. Dino! Wenigstens auch mal, Janik. Mach doch mal langsamer, Lukas, du Pfeife. Mein Gott. Lass mich doch mal ein bisschen aufholen! Was ist das für ein Teamdenken? Ich muss doch Marcel aufholen, nicht? Ach, Marcel aufholen? Das ist der, kannst du vergessen, der cheatet sowieso jedes Mal. Wo cheat ich denn? Och, warum ist denn hier? Oh, Ausfahrt verpasst! Boah, Lukas! Nein, fahr doch mal jetzt hin! Ich hab's nicht. Das kannst du vergessen. Das sagt ganz viel raus. Ja, Alter. Genau, geh, ey. Blockier uns noch im Tunnel. Das machst du richtig gut, machst du das. Patrick, was machst du? Ich steh hinter euch. Bis die Tochter reinkommt, Papa macht leid. Ja, ist echt doof. Das ist wieder richtig für den Arsch hier, dieser ganze Speedrun. Diesmal bin ich echt dran schuld. Nö. Wir müssen tanken. Da muss tanken, du Kerl. Ja. Sprintler, Keule. Bestimmt hat der den Feuerball gemacht, Kollege. So, meine Lieben, kurz zuhören. Wie geht es Ihnen? Sind Sie alle, Das ist so schlecht. Wir wollen unseren alten Busfahrer wieder haben. Nope. Der kommt. Ich würde sagen, nicht verzagen, Tino fragen. Wir starten mal die Motoren. Lösen mal die Feststellbremse, Freunde. Und bei Go geht's los. 3, 2, 1, Go! Woo! Achso, ich muss Gas geben. Jetzt habe ich auch voll gepennt, ey. Ach du Kacke, jetzt habe ich aber mehr als gepennt. Ja. Na gut, ich will. Oh, aber ganz wild. Da muss ich sagen, da habe ich doch alles richtig gemacht am Start. Alter, ich stehe in der Luft. Da habe ich halt einfach mal die Pole, meine Freunde. Was war das denn? Ja, das war auf jeden Fall wild. Also so sah es jedenfalls aus. Das sah sehr wild aus. Mein Paschelab geholt. Da hinten fährt er auf. Du hast abgekürzt, du Schwein! Du hast abgekürzt, du Schwein, ich hab's genau gesehen. Ey, Strafrunde für den Chaosfange. Ja, der kürzt ab, die Sau. Gibt's das? Der kann's nicht verkraften, auf den zweiten zu fahren. Das gibt's gar nicht.
Der könnte es abbauen. Habt ihr das gesehen? Zieh durch, trau dich. Hab ich. Augen zu und durch, oder wie war das? Ja. Augen zu und dagegen. Blinken ja, glaube ich, eh weiß. Ja, ja, bei mir haben sie weiß geblunken. Also ich glaube, ich hatte nur noch 16 Liter drin. Das hab ich auch gedacht. Die haben geblunken. Was ist geblunken? Jetzt das nicht, die haben geblunken. Janik ist halt auch noch da. Sehr schön. Ja, die ganze Zeit. Ich fahr nur irgendwo weit hinten. Ja, Jo, du bist jetzt fast da, ne? 187. Lol, 187. Nach 10 Kilometer? 199. 198? 199. Okay. Bist du schon in dem Kreisel? Ich bin kurz vor dem Kreisel. Okay. Dann bist du knapp 40 Kilometer vor mir. Also. Oh. Mal, Tino schiebt erstmal alle Autos zusammen. Wie geht deine Kilometer? 187. Oh! Ja gut, aber du musst komplett abbremsen. Bis du da wieder hochgeschnellt hast, das dauert halt. Ja. Also 186, das klingt ein bisschen besser. Ja. Zwei gesperrte Mautstationen. Ach, stimmt, von der Abdeckung. Nein, sind nicht gesperrt. Nee, die ist nicht gesperrt. Das ist nicht. Nee, Tino hat einfach nur zu weit vorne gestanden. Nein! Oh, ich stehe hier Ewigkeit an der Drecks. Der nimmt den Trigger hin. Okay. Forward. Forward. Oh, wieso abbiegen, Lukas? Ich hab doch nichts gemacht. Alter, da standen zwei LKWs ineinander. Irgendwas musst du da gemacht haben. Nee, ich bin ganz normal abgebogen. Prüf die Papiere doch mal schneller her. Ja. Einfach durchs Gras abgebogen. Er lässt mich nicht. Ey, was ist denn das jetzt? Das ist verdient, Lino. Das ist wirklich verdient. Ach komm, halt dein Maul, Alter. Als ob ein ey, du hässliches Kind, ohne Witz. Als ob ein Spielbug. Richtig gut. Der ja. Geht gar nicht mal schlecht, finde ich. Ich habe hier. Ich habe hier eine ganz entspannte 150 gleich drauf. Was? Ich fahre 148. Wir fahren 141. Ja, ey, Lukas, du musst da auch 150 fahren. 148, ja. Was? Geiles Getriebe haben wir da genommen, Lukas, würde ich meinen. Scheiße, 142. Völlig aus dem Leben. Hast du recht? Ah, Tino. Ey, soll ich euch was sagen? 9%. Wow, Leute! Was? Guckt euch das an! Was macht ihr denn? Ich will die! Wie wild war das? Wie wild war das? Da kommt ja noch. Oh nein, Patrick. Ich war schon wieder auf der Spur. Aber ich bin schon mal froh, Patrick hat mich gesehen. Wie wild war das denn? Wir waren ganz vom anderen Level. Ja, das ist richtig. Frage ist, wie oft kommt man auf Höchstgeschwindigkeit? Oft genug wahrscheinlich. Das geht ja bloß nur im Endeffekt, wenn der Tino schon in die 11 schaltet und bei 140 ist, ne? Ne, die 11 geht, die 11 geht bis 140. Oder geht bis 140, ja. Also wenn Martin in die 12 schaltet, schalte ich in die 11. Was ist hier vorne? Genau, wenn Martin in die 11 schaltet, schalte ich in die 12. Ach, was ist denn? Oh. Na, wenn du in die 11 schaltest, Tino, schaltet Martin in die 12. Ja, hab ich doch gerade gesagt, oder? Genau, wenn Martin in die 11 schaltet, schalte ich in die 12. Rechts rum. Oh, und jetzt fahren die. Jawoll! Vorbei! Nein! Richtig Glück! Oh, wow, was war das im Rückspiegel wild? Richtig wild im Rückspiegel. Da gab's einen Überschlag, Freunde. Aber richtig. Da gab's einen Überschlag. Ja, das war halt nur Patrick. Ja. Oh, nicht im Ernst. Ach komm, ernsthaft. Ach, das kann nicht wahr sein. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja. Unsere Chance. Wir haben gar keinen Verkehr. Ich spür's. Ja. Bis jetzt bin ich gut vorbeigezogen von der Ausfahrt, weil die war hart. Hat sie auch gesagt. Es ist spät ganz gut dran bei den anderen. Das ist ein Tor.
Stefan, Tor. Rechts, pass auf! Ja, da kommt, da ist einer. Ganz wichtig, ganz witzig. Lade gerade. Bin ich da durchgekommen? Ne? Bin ich da durchgekommen? Oh mein Gott! Was macht oh ihr? Oh mein Gott! 60 Kilometer Abstand, hey. Na. Die nur durch. Ich hab jetzt 760. Also bin ich jetzt 20 Kilometer Vorsprung. Wie viel? 20 Kilometer Vorsprung habe ich. Ja. Ich bin 45 dahinter. Der nächste, der ein Auto querstellt auf die Kreuzung. Entschuldigung. Die Sprung ist ganz vorne mit dabei. Hast du Problem damit? Moment, wir gut abfahren. Stehe voll drauf die ganze Zeit. Ich überlege, ob ich mal abkuppel. Oh lol, hat er nicht gemacht. Ja doch. Fahr mal vor, 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 Gas. Warte, warte. Jetzt. Kannst du fahren? Nee. Doch jetzt. Warte, warte, warte. Oh, da holt ihn richtig gut auf. Warum fährt der denn jetzt nicht mehr? Warte, 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 warte. Alter, was ist denn das hier für eine Huckelpistenstraße? Wer fährt genau, nicht? Warum denn nur? Die Bodenwellen ist ja ganz. Warte, 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 warte. Ja, warte, lass mich mal anders hinfahren da. So, jetzt. Oh Gott, war das ein Witz. Ey, boah, nee, eine Scheiße. 293.000. Vorsicht, Schneegans. Vorsicht. Ja, sehen Sie? Sie müssen den LKW. Schau zu, dass du fest zerfix nochmal. Hau ab. Uiuiui, ui, ui, was ist denn hier los? Spinnt der? Der ist da dran gefahren. Der fährt immer noch da dran. Eieiei, oh oh. Das sieht nicht cool aus, was der da macht, der Onkel. Ja, Sie meinten ja, den unbedingt hier abstellen zu müssen. Ja, das aber gucken Sie mal, ich habe sogar den Blinker. Was ist für den Traktor noch offen? 140, haben wir doch gesagt. Hallo? Ich pack das Ding um, Moment. Ich habe ihn doch 100.000 gezahlt gerade. Also wie viel ist da noch offen? 100.000 waren das. Ich habe ihn 100.000 für das Fahrzeug bezahlt. Entschuldigung, 143.000 sind da noch offen. Dass wir schon mal angesehen kriegen. Das ist nämlich 60. Hola. Herr Ferser. Oh. Herr Ferser. Der ist mir fast, der ist mir die Gabel runtergefallen hier aus Versehen. Moment mal, ich muss hier was ablegen. Ja, was ist denn? Das habe ich gesehen. Ja, gründlich. Das ist aber schön, dass Sie da sind, Mensch. Das ist ja das super. Hat vier so Löcher in meinem Auto drin. So, ich muss nur mal ganz kurz hier, Moment, das, tiefer kommen, füllt sich der Anhänger unten mit Wasser. Das ist nicht gut. Da zappelt er jetzt rum. Ist da was drin? Nein. Aber könntest du vielleicht auf Ihren Anhänger verzichten? Das finde ich auch eine gute Idee. Der Händler freut sich auch mal über eine neue Bestellung. Da könnte man mich. Oh, Ferser! Ja, was denn? Da ist der Boden zu Ende hinter dir. Geht noch ein Stück, oder? Gut, dass du ein Gewicht dabei hast, das über dem Abgrund hängt. Ja komm, schieb! Schieb! Und jetzt macht doch alle jetzt hier! Was? Falsche Richtung! Oh, das beim Herrn Blum sieht sehr interessant aus. Das ist sehr interessant beim Herrn Blum. Nee, da muss ich sagen, da will ich auch mal wieder diese Gefahrensituation verlassen. Jetzt könnte ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Geht das? So, dein Sackgeschenk, sehr lieb. Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Lucy? Ja? Was machst du da? Ja, ich hab mich hingelegt so ein bisschen. Scheiße. Ich überlege gerade, ob ich das Holz wieder irgendwie draufgabeln kann. Boah. Muss er dann rechts? Ja, ja genau. Fahr weiter. Oh, es fehlen trotzdem 100 Kilometer. Ja, ich fahr ja, doch wieder zurück. Ja, wenn er bei uns ist, dann ist die Routenführung der andere und dann... Also er von sich aus gesehen würde er quasi geradeaus rüber. Ey, wer das erste Mal, pass auf, es gibt noch eine Regel, wer das erste Mal beim Südland dabei ist, der hält die Schnauze und zwar den restlichen Abend. Die Regel wurde nicht von mir aufgestellt übrigens. Ja.
Zwei Kurven und Patrick liegt wieder, Mensch. Ja, das Problem ist, ich habe nicht so einen Auflieger wie ihr. Ich habe eine lenkbare Achse am Auflieger. Vielleicht ja, die haben wir alle. Du bist gekippt wie nichts Gutes. Kann ich jetzt schon oben auf der Autobahn? Ja, was? Also, wen lassen wir jetzt vorbei? Nur wo liegst du? Ja. Aber das war ja jetzt so urkomisch. Ja, genau so, Tino, war das bei mir ab. Ich spuck wirklich manchmal beim Reden, Milo, wenn ich mich aufreg. Ey, wie viel, kommst du wirklich durch mit dem Tank? Ja, ich hab 1600 Kilometer Reichweite noch. Ich hab also Stein vor mir. Stein, der verliert, da ist gerade echt assi. Was? Aber ich habe jetzt gerade die Kurve. Der ist echt heftig gerade. Hier, hier ist schlimm. Also Tino, Randstein ist auch heftig. Keine Ahnung. Ja. Ganz easy machen wir das. Hä? Alter, was war das denn? Junge, ich hatte Fata Morgana, aber was für eine? Weil ein Bahnübergang ist. Da stehen halt. Hier blinken! Nein! Tino! Ja, moin. Achso, ich hab nicht mal ein Allrad drin. Och, moin. Oh, der Führer. Alter, Joker. Was ist. Joker! Das ist mit dem Diesel des Jahrhunderts wieder, ey. Und. You know? So, I can vergrößern, Leute. Helft mir mal, vergrößern. I can. Make bigger my audience of the whole world. You know what I mean? So if I make my streams and if I make my streams and records in English is better for me, then I can expand. Genau, then I can expand my audience. Yes. And I can make noch mehr Fans. That will an autogramm and buy clothes in my shop. You know? So I can have noch more eat in my Refrigerator. Refrigerator. Mhm. Genau. Ja. Nat hat das ganze Wasser weggedrungen. The Kulshi is drinking all the water from my house, so my kids cannot mehr drink. My kids are very thirsty. Na? My Kulshi is drinking all the water weg. Yes. And Gecko, thank you for 24 months. This is our 2 years of support. And I'm very happy about this. Yes? Thank you. Silent Hoshi. Silent Hoshi, thank you for 100 bits. It's just about 1 Euro. 100 bits, 1 Euro auf mein Konto direkt. You know, this is very good. Danke. Schluchzenjodler. Yes. Sonst nix, Financial Amt make me in the jail. Yes, I go in the jail for many years. Viele years in the jail. So if von the 3 Euros I give not the Financial Amt 1,50 €. Then I go to jail. It's over for me. Not mehr streaming. Nix mehr streaming. Streaming is out of alle. Weil ich nicht verstehe. Was verstehst du nicht? Ich weiß, was du willst. Los, Süßer. Es riecht hier nach Los, Süßer. Was ist denn Los, Süßer? Nix, aber du bist auch süß. Was ist denn los, Süßer? Ja, nix. Du bist auch süß. Danke. Oh, was ist denn los, Süßer? Boah, nee. Oh, mein Digga, wir haben uns. Oh, nee. Oh, nee. Ach, wieso lässt... Ja, es riecht hier nach Los, Süßer. Es riecht hier nach Los, Süßer. Was ist denn Los, Süßer? Was ist denn Los, Süßer? Der, hat mich gedrollt. Du, noch ein, zwei. Ja, du bist aber auch eine Navi-Ansage, ne? So, jetzt gleich links rein. Ja, was soll ich hier machen? So, warte. So. Okay.
okay. Was? Krieg mal. Ach, hin. Wenn ich nicht gleich, wenn ich jetzt hier nicht gerade mit Dings beschäftigt wäre, würde ich vorbeikommen. Aber ich bin gleich fertig. Was? Nein, Willi, alles gut, alles ich gut. Ich bin gleich fertig, bin sofort da. Du lass dir ruhig Zeit, so ist es nicht. Sag mal, was ist der schnellste Weg von deinem Hof? Warte. Kann ich dir gleich. Nee, Willi, du. Will ich dir zeigen. Willi, du, ich bin der Mann, ne? Willi, mach's gut, Funkloch. Also, der hat ja voll einen an der Waffe. Also, das kann ja nicht wahr sein. Hat er jetzt 12.000 Liter, hat er jetzt rein. Naja, immerhin. Ey, komm, die Schafe haben wieder 12.000 Liter. Es war kostenlos, wir mussten uns nicht drum kümmern. Komm. Los. 3, 2, 1, go. Und ihr werdet gleich sehen, warum wir ein bisschen aufgeregt sind. Und wir müssen... Ja, moin. Richtig gut da vorne. Muss ich echt sagen. Ja. Geil, wenn man nicht mal... Also, wenn man auf der geraden Stecke nicht einfach mal losfahren kann, wenn es da schon aufhört. Boah, was war denn das für ein Stadt, yeah. Leute? So, also, warum das Ganze ziemlich wild wird, seht ihr. Der LKW wird nämlich ca. 190 km/h schnell fahren und das innerhalb von kürzester Zeit. Vorsicht, bin rechts. Jupp. Ja, ja. Oh, Jupp, hast du falsches Getriebe verbaut? Nee, eigentlich nicht. Nope. Ah, das tat weh. Was war das? Hey, geil. Was war das? Bleib so, wie du bist. Oh, bitte lass es gut gehen. Ach, Markus und Tino hier. Ich wusste es. Sorry, ich habe andere Seite frei gemacht. Ja, anhalten ist generell eine schlechte Idee. Ja, ich habe zu spät die Abfahrt gesehen. Das war so klar. Ja, du mich auch. Bitteschön. Oh. Ey, Chaos, Frank, du bist gar nicht hier oben in den Kreisel gefahren. Ja, ich bin zurück zur Werkstatt geportet worden. Was hat denn das damit zu tun? Ich frag mich manchmal, was machen die? Da muss doch oben in der Murmel aus. Da muss es doch mal kurz aussetzen. Warum hält man denn an? Wohin? Rechts, links? Mensch, lass das scheiß Navi an jetzt, du Kackhaufen von Auto. Ich wär schon wieder sauer-aggressiv! Schaff mal, oder? Ich will hier nicht rechts abbiegen. Oh, da kommt der Entgegen. Nein! Hör auf mit sowas! Jungs, seid ihr nicht dicht! Alter! Junge, seid ihr nicht sauber! Ey, mein Stift, der malt richtig, der schon in der Schlüpfer, ey, ohne Witz. Okay, super gemacht, Markus, super. Haben wir gut gelöst, sind wir uns schön aus dem Weg gegangen. Halt, ich muss hier überholen, fahr ein bisschen links, links! Ja. Ja gut, da wird schwer mitschieben, Tino. Oh, lol. Und weg ist er. Ja, ich bin dann mal zurück im Rennen. Naja, ich fahr mal ohne weiter, wa? Tja, was soll ich machen? Mein Auflieger ist. Wie, du fährst ohne W2, denn? Ja, mein Auflieger ist verdeckt.